What? Warum auch immer? Okay. Ich glaube, wir sind wieder da. Und ich weiß nicht warum. Aber gerade eben war der Stream kurz weg. Wow. Es steht genau 50-50 für Reset und Sklave. Wow. Wow. Stream wollte ein Reset. Ich merk's. Das ist echt verdammt ausgeglichen. Ihr könnt euch auch nicht entscheiden, ob ihr jetzt Reset wollt oder nicht. Sollte ja kein 50-50 machen. Ja, okay. Jetzt sind zwei Stimmen mehr für Reset. Okay. Und Reset gewinnt. Hm. Na gut. Da wir jetzt kein weiteres... Ja. Da wir kein Pokémon haben, was Zerschneider lernen kann. Und sich die Leute ein Reset gewünscht haben. Werden wir resetten. Nuzlocke vorbei. Nuzlocke verloren. Wir hatten ein tolles Team, aber... Ja. Dann... Shut up. Moment. Nee. Ah, hier kann man es sogar sehen. Ja. Dann dürfen wir das wiederholen. Nochmal von ganz Anfang alles. Tja. Dann mache ich mal eben eine neue ROM. Wo ist das jetzt? Ach da, okay. Ne, die Sache ist, das war jetzt nur für diese. In der nächsten nehme ich jetzt gleich die Regel mit rein. Es dürfen vor allem Sklaven gefangen werden. Hä? Jetzt öffnen wir mal die ROM hier. Ich nehme das eben jetzt mal mit unten in die Regeln rein. Vor allem Sklöven, ja. VM, Sklaven dürfen gefangen werden. So. Ab jetzt gibt's auch Sklaven. Aber jetzt halt aber erst mit der nächsten. So, dann machen wir jetzt mal wieder alles rein. Das bleibt. Das ist komplett random. Das bleibt, das ist komplett random. Random, 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 random. So, das kommt rein. Keine Legis. Statik-Pokémon werden gewechselt. Das ist random, das ist random. Das ist random. Und das ist random. So. Wir nennen sie Pearl. Pern, Black, 2. Unser zweiter Versuch. So. Fertig. Einmal hier reinschieben. Zap, zap. Und dann... Ach ja. Falscher Ordner. Burp. Da gehört die nicht rein. Ach da. Schneide ihn und... Hier einmal einfügen.
hinzufügen. Okay. Open ROM. Tap, tap. Und das Ganze nochmal von Anfang. So. Bla bla bla, Text bla bla bla. Ich überspringe jetzt einfach jeden Text. Bla 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 bla. Text bla 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 bla. Bla 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 bla. Hallo Pokémon, hallo Mensch, hallo. Hi, wie geht's? Ganz gut. So, heute sind wir mal ein Junge. Vielleicht bringt er uns ja ein bisschen mehr Glück. Wer weiß. So, hallo, ich bin Black. Mit ganz viel Luck. So, wir sind Black. Ja. Wir sind ein unzertrennliches Gespann. Das ist Charon. Das ist Belle. Sie gibt immer ihr Bestes. Wir sind echt die coolsten. Wie gesagt, von nun an sind Sklaven erlaubt. Winter. Puh, ist so kalt. Und Belle ist da. Zu spät. So, ja, tut mir richtig leid. Ich bin zu spät. Start ist ja sowieso jetzt wieder komplett was anderes. Weil ich ja eine komplett neue Datei gemacht habe. So, Texttemp auf 3. So, ihr dürft gleich wieder entscheiden, wen wir heute nehmen. Ich kann ja gleich schon mal Strawball wieder aufmachen. Was haben wir denn heute drin? Togetic, Phönontor oder Altaria? Hey, immerhin sind alle drei entwickelt. So, unser Starter wird Phönontor, Togetic oder Altaria. Plop. Wollen wir noch mal schauen. Hui. Das ist alles sogar fast gleichmäßig. Mehr oder weniger. Das ist wirklich verdammt gleichmäßig. Wieder mal. Was tut ihr da für Sachen, dass ihr euch da nicht entscheiden könnt? Wie gesagt, mit dem Link, beim Link abstimmen, nicht im Chat. Wobei, es sieht doch ganz nach Phönontor aus. Das sind 7 Stimmen Unterschied. 6. Die Legende des Eis-Pokémon geht weiter. Erst Teddy, dann Gumasaki und jetzt Phönontor. Die Sache ist aber, wir haben zumindest einen kleinen Typvorteil. Gut, es wird Phönontor. Wir haben zumindest einen kleinen Typvorteil diesmal. Und ja, die anderen beiden sind Flug-Pokémon. Wir haben zur Not jetzt ein Eis-Pokémon. Wieder mal. So, wollen wir da mal wieder kämpfen? Yay, es wird Zeit für ein Kämpfchen. Ohohoho, es wird einfach ein Kämpfchen. So, diesmal habe ich die Namen nicht verändert, sondern nur die Trainerklassen. Wir haben jetzt nämlich, unsere Rivalen sind Manager Bell. Setzt Altaria ein. Sandsturm von Altaria.
Oh, wow. Erstmal. Das ist schon mal sehr schön. Wir haben einen Steinwurf. Was für eine Fähigkeit hast du? Flammkörper. Ich stelle mir das gerade sehr interessant vor, wie ein Eisbrocken brennt. Normal. Interessant. Aber wir haben schon mal einen Steinwurf. Und der hat einen Slam. Okay. Wow. Zieh mir nicht so viel ab. Okay. Ach, Sandsturm macht dir auch Schaden. Stimmt ja. Tut meinem Pokémon doch nicht so weh. Doch. Slam. Oh Gott, das wird knapp. Ja, wobei der Sandsturm macht jetzt den Rest. Gott. Level up. Da. Stimmt, Gefrierbrand ist das. Das macht sogar Sinn. Bam. Da. Aber keine neue Attacke. Ich könnte mal kurz gucken, wann Firnunter was Neues lernt. Firnunter, was kannst du denn bloß alles lernen? Auf Level 10 erst wieder. Okay. Ah, gut. Stimmt, diesmal haben wir den Sandsturm, deswegen ist alles so verwüstet. Ein warmer Eislutscher halt. Die Typen sind gleich, ja, die haben mich nicht verändert, also das wäre vielleicht ein bisschen zu extrem. Da auch alles zu verwüsten. So, Kampf Nummer 2. Diesmal gegen Togetic. Ich habe wenigstens auch wieder einen Vorteil. Manager Charon setzt Togetic ein. Manager. Yo. Endlich ist Togetic. Hagel. Ah, Moment. Hagel macht mir nichts. Du kriegst Schaden, nicht ich. Yay, Altaria mit Sandsturm und Togetic mit Hagelalarm. Und Giftstreich. Das hat zumindest nicht viel Angriff. Und das war ein Volltreffer. Hui. Und vor allem, ich bin schneller. Jo, ich würde sagen, Firnunter war echt eine coole Wahl von euch. Nein, kein Sailor. Es könnte immer noch Sailor N rauskommen. Der Name bleibt ja gleich. Es ist ja nur die Trainerklasse, die verändert wird. Das ist ein Vorteil, das kennen wir aber ein bisschen anders. So. Firnunter hätte Niesel oder Dürre haben sollen. Ja, das wäre noch passender gewesen. Das ist der zweite Run. Ja, den ersten mussten wir abbrechen, weil kein unserer Pokémon Zerschneider lernen konnte. Aber in diesem Run dürfen wir vor allem Opfer benutzen. So, und unser Visokaster. Echt? Der hat dieselbe Klasse? Dann ist auch Manager N. Alles Manager hier. Kur. Hi. Ach ja, die schöne Musik. Da wird man gerne auf dem Stuhl so ein bisschen hin und her. Was sage ich da unten? Nichts. Das Nichts der Ewigkeit. Lach. Hi. Jetzt aber zu Professor Esche. Hennes Manager? Reset, ja, das ist zu leicht. Genau, viel zu einfach. So. Wie nennen wir unsere Kugel? Wir nennen es Frostbrand. Weil Gefrierbrand ist zu lang, deswegen nennen wir ihn Frostbrand. Der ist ja schon quasi eine brennende Eiskugel. So. Frost.
Frostbrand. So. Das ist unser Frostbrand. Ja, so soll das heißen. Taurus mit V-Generator, natürlich! Bestes Pokémon, das will ich nicht sofort haben. So, bla 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 bla. Wunderwache kommt nicht, das habe ich ausgestellt. Oh, ja, bla. Ich würde die Attacken mal schnell umstellen. Ich könnte gucken, was für ein Wesen wir haben. Das habe ich auch noch nicht geschaut. Wir sind forsch. Also, innet runter. Aber dafür geht die Verteidigung. Das ist okay. So, die Sache ist, wir haben nur eine wirkliche Attacke. Und die hat nur 15 AP. Das dauert eine Weile, bis wir die nächste bekommen. Diktri mit Schwebe. Sehr interessant. Wunderwache habe ich eben aus dem Grund ausgestellt, weil das dann auch wieder zu Gamebreakern führen kann und dass wir nicht gewinnen können. Also später im Spiel kann Wunderwache kommen, aber nicht am Anfang. So, bla bla bla, wir möchten die Route weitergehen, bla bla bla. Ach ja, das schöne Wahlglas haben wir jetzt auch nicht mehr, ne? Schade. Drachenwut ist auch raus. So, Route 1, again. Also wir haben theoretisch eine Chance auf 4 Pokémon, jetzt auch ganz normal zu bekommen, die Zerschneider lernen könnten. Diese Route, also Route 1, Route 2 und die Traumbrache. Und unser Starter. Hat er gerade nur noch 20 Mal Heuler gehabt? Warum hast du so oft Heuler benutzt? Ich hätte Wahlglas später auf jeden Fall benutzt, nur jetzt für den Start nicht. So, Nagelotz wurde gefangen. Yay. Bla. So. Und Pokebälle. Vielleicht dürfen wir es nochmal versuchen. Vielleicht kriegen wir diesmal kein Pokémon mit Memento Mori. Ich hoffe es. Nur Memento Mori, bitte. Oder sonst irgendeine Attacke, die sich, womit er sich selbst tötet. Am besten mich auch nicht töten, da können wir noch eine Weile länger spielen. So, bla bla bla, du hast ein Otaro, ja, ich glaube nicht. So, erstes Pokémon der Route heißt, ist, wird ein Panzeron. Ui, das wäre cool, je nachdem was es kann. Hey, da haben wir unseren Niesel. Jetzt will wirklich nur noch eins mit Dürre, dann haben wir echt alles gehabt. Meteorologe. Das ist geil. Es kann Niesel und Meteorologe. Das hat Stil. So, Bälle. Werf mal ein Pokéball. Komm, bleib drin. Ich habe nicht viele Versuche. Es sollte Rost heißen. Es ist Stahl im Regen, ne? Ach. Es bleibt drin. Stop it! Bleib drin! Umwandlung. Was? Okay, du bist ein Bodentyp. Schön für dich.
Wieso haben alle Flug-Pokémon eine Wetterfähigkeit? Das ist eine gute Frage. Meteorologe. Nö. Bleib jetzt drin. Selbst wenn ich das gleich nochmal neu starten muss. Ich möchte das jetzt haben. Nö, okay, wir haben verloren. Ne, Umwandlung 2. Ich habe aber leider keine Bälle mehr, von daher. Und tschüss. Okay. Kein Meteorologen, Niesel, Panzer-Eron für uns. Weil es nicht drin bleiben wollte. Moment mal, da ist vorne unser Haus. So, komm, heil uns mal. Es wollte auch unbedingt nicht in unser Team rein, ne? Dummes Panzer. Was hätten wir noch so alles hier bekommen können? Weiterhin Panzeron. Na komm, jetzt muss ich auch nicht gegen das Ding kämpfen. Du gibst mir noch einen Trank, oder? Das hat man jetzt mal, glaube ich, nicht angesprochen. Ja. Danke. Kein Korrosion, Panzer-Eron. Ja, leider nicht. Das heißt, ich darf jetzt wieder alleine kämpfen. Aber zumindest habe ich jetzt einen Trank. So, beim Vergleichen. Ja, ach nee, Moment, wir müssen jetzt gar nicht kämpfen. Wir müssen nachher erst kämpfen. Kurz vor der nächsten Route. Tja, mehr oder weniger eine Jan-Schelle. Macht die Professorin dort. Weiß nicht, irgendwo versteckte Items in Gavina? So, hier unten vielleicht? Nö. Spontankeits gefunden. So, hallo. Komm, lass, gehen wir rein. Ja, keine 10 Minuten Spiel und bist auf Dürre alle Passiv-Watte-Effekte. Ja. Ich glaube, N kommt gleich mit einer Dürre an. Habe ich so irgendwie ein Gefühl. Schildlos ist wie immer das Gleiche. Ja. Bei Schildlos ist einfach so, dass man. Ja, alle Attacken, die der Anwender oder gegen den Anwender gehen, eingesetzt werden oder einsetzt, treffen immer. Weil ich mich dann frage, schildlos mit K.O.-Attacken. So ziemlich gemein, oder? Trifft ja immer. Hey, hey, hey. Dürre mit Flammenwurf, ja, natürlich. Das kann ich mir sogar gut vorstellen. Was soll ich nur kaufen? La la la. So, als allererstes kaufen wir uns wieder Bälle. 10 Stück. Jo. Und Tränke, so viel es geht, wieder mal. Okay. Hätte gut gepasst, ja. Hi. So, unser lieber Götzis. Wo steht der eigentlich? Ach, der ist schon weiter hinten. Bla bla bla, frohe Botschaft, bla bla bla, Befreiung der Pokémon, bla bla bla, tötet alle Pokémon, bla bla bla, ist ihre Gewerbe, bla bla bla, heute beim Chinesen im Angebot. Für 2,50. Einmal Pokémon Steak. Einmal Taurus Steak, hm. Ob Taurus Steak wohl schmeckt? Ich weiß nur, dass Carpador nicht schmecken soll. Vielleicht schmecken ja die anderen. So ein Taurus Steak. Oder ein Groink Filet. Wer weiß. Jetzt ein Garadonis. Gott, nein. Einfach irgendetwas, was eine Steinschwäche hat, bitte. Dann kann ich das schnell beenden. Einfach eine Steinschwäche. Komm, gib mir eine Steinschwäche.
Steinschwäche, Steinschwäche, Steinschwäche. Steinschwäche, Steinschwäche, Steinschwäche. Das hatten alle meine Leute Schweinschwäche. Steinschwäche, 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 komm! Na komm! Na komm! Manager N. Tarn. Schon wieder? What? Okay. Schon wieder. So viel zu meiner Steinschwäche. Das könnte eine Weile dauern. Spukball. Das könnte eine Weile dauern. Jo, das könnte eine Weile dauern. Die Sache ist, er kann meine Spezialverteidigung senken. Was ich hoffentlich nicht. Was ich hoffentlich nicht passiert. Kentucky Fried Taubsi. Dödüb, dödüb. Hey, Volltreffer. Sehr schön. Okay. Doch, sieht's gut aus. Zwei Stück, denke ich mal noch. Jetzt ist sie gesunken. Er hat bis jetzt immer drei abgezogen. Mit einem Senkung wahrscheinlich fünf. Fünf? Sechs? Fünf, okay. Das heißt, ich kann noch einmal. Natürlich geht der Taki jetzt daneben. Jetzt macht er wahrscheinlich Crit und tötet mich. Na, nicht ganz. Aber ich halte trotzdem sicherheitshalber jetzt mal. Handel ist ein Signature-Pokémon, natürlich. Das weiß doch jeder. Und der letzte Steinwurf. Bumm. Handel besiegt. Und 114. Joa. Ah, tatsächlich. Es gibt solche Pokémon. Es gibt solche und solche. Handel mit Spukball. Hätten wir denn ein, Dingens am Anfang genommen. Togetic hätte das Ding uns nichts anhaben können. Die Sache ist, hätten wir dem was anhaben können? Was konnte das Togetic alles? Ich hab's schon gar nicht mehr im Kopf. Was drin? Nein. Warum auch? Wäre ja zu nett. So. Holen wir uns jetzt mal unsere Turbo-Treter. Ich meine unsere Tret-Booster natürlich. So. Hallo Mama. Wie geht's dir so? Gib mir meine Tret-Booster. Turbo-Tretter. Tret-Booster meine ich natürlich. So heißen die nun. So, wir haben genug Pokebälle. Hoffentlich. Holen wir das Item da oben nochmal. Diesmal ist es ein Kugelblitz. Nice. So. Pokémon sagt. Warum? Warum ein Smetbo? Ich meine, es ist schön, aber ich kann es nicht angreifen. Ich töte es doch. Oh Gott, jetzt darf ich das ohne Schwächen versuchen zu fangen. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Es kann Samen bomben. Das ist schon mal sehr schön. Ja, tschüss Pokebälle. Tschüss, Pokébälle. Also ich kann dich schon mal nicht schwächen. Ich töte dich hundertprozentig mit einem Steinwurf. Ich sehe schon unser zweites Pokémon flöten gehen, aber ich versuch's. Man soll ja nicht meinen, ich habe es versucht.
Vielleicht das Robustheit. Ja, auf diese Chance plädiere ich jetzt natürlich auch. Natürlich, dreimal wackeln. Einfach nur, um mich zu ärgern. Wie viel KP habe ich eigentlich noch? Na gut, jetzt ziehen mir 4 KP ab. Das heißt, ich kann nochmal. Ein männliches Madbomb mit Samenbomben. Aber anscheinend kann es wirklich nur Samenbomben. So, jetzt heilen wir einmal kurz. Ich könnte es ja ausstollen, bis es keine Samenbomben hat. Und dann schwächt es sich von selbst, mehr oder weniger. Machen wir einen Rundumschutz. Schützt mich das überhaupt wirklich? Nö. Wofür ist jetzt... Ja, jetzt kommt der Volltreffer. Wofür ist dieser Rundumschutz überhaupt da? Wenn ich einen Pokéball, wenn ich... Ja, wobei, ich werfe hier... Ich greife jetzt einfach gleich mal an. Ich schmeiß einfach ein paar Steinchen nach dem Ding. Vielleicht überlebt er ja. Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Wer weiß, vielleicht denkt sich das mit... Oh, hey, ich habe Robustheit. Ich überlebe deinen Steinwurf. Ja, wie viel Bomben hast du noch in deinen Samen? Na komm. Überlebst du eh nicht, ich weiß es. Na klar. Ja. Und zweites Pokémon, verkackt. Mein, habe ich ein Glück heute. Jetzt habe ich meine ganzen Bälle verschwendet, jetzt habe ich meine Tränke verschwendet. Sehr schön. Und wir haben noch kein Pokémon. Also, kein weiteres neues. Heieiei. Ach, Rundumschutz schützt Attacken, die alle treffen. Was eine nützliche Attacke. Wow. Zwei Pokémon, zwei Chancen verkackt. Läuft. Yo. Ja, zumindest, dass den Affen oder den theoretischen Affen bekommen war. Wenn wir so weit kommen. Auf dem Weg sind noch drei Trainer. Drei Trainer, die uns vernichten können. Edmund. Man. Man, Edmund. Oh Gott. Puff. Was kannst du denn? Da. Yay, Taumeltanz. Ich bin verwirrt. Aber ich greife trotzdem an. Moment mal, wieso ist er nicht verwirrt? Na, wahrscheinlich Tempomacher. Taumeltanz. Ja, ja, komm, tanz mal doof rum. Ich hau mir währenddessen selbst erstmal aufs Maul. Weil ich's kann. Hey, Flammkörper hat gewirkt. Endlich mal. Ich merke schon, Frostan hat keinen Bock mehr anzugreifen. Der tötet sich lieber selbst. Kann ich jetzt wieder? Hey, ich bin nicht mehr verwirrt. Danke. Yay. Wir dürfen nochmal zurücklaufen zum Heilen. Uiuiui. Ich muss mit Frostbrand alleine jetzt gegen das Altaria nochmal kehren. Gut, gegen Altaria ging es ja eigentlich. Ja, wobei, doch, Altaria war eigentlich Togetic gegen Altaria war vielleicht doch ein bisschen eher das Problem. Naja. Okay. Und nochmal raus. Diesmal sind Sklaven erlaubt, um weiterzukommen. Wobei ich ja schon fast freiwillig hier resetten würde, wenn ich schon die ersten beiden Pokémon verkackt habe. Weil ich einfach keine Attacken habe, um sie zu fangen. Ja, Smetbo, alles ist nur wegen dir. Weil ich dich nicht fangen konnte.
Hier, kriegst noch ein Steinchen ins Gesicht. Was muss doch eine doppelte Steinschwäche haben? Hä? VW-Sklaven? Moment mal, habe ich nicht gesagt, wir will 10 Lads in neue Attacke? Ja, habe ich. Okay, wir gehen nochmal schnell in ein Level-Up machen. Das hätte ich auch wahrscheinlich sofort getötet. Geht er den Somalia total für Volkswagen erstellen. Sehr gut, das sind die VW-Sklaven. Ja. Ich hätte nichts auf dieser Route fangen können, weil ich einfach alles töte. So, Level 10. Slam! Wow! Eine der unnützesten Attacken dieses Spiels. Wenigstens habe ich noch eine andere Angriffsattacke. Immerhin etwas. Hi. Es geht. Du möchtest kämpfen? Dann hau raus. VW-Sklaven, VM-Sklaven. Same thing. Hey, Nico. Hi. Ich hau dich kaputt. Sandsturm. Hey, noch ein Sandsturm. Why not? Hier, nimm Steinwurf. Soll gut gegen Sandstürme helfen. Delegator. Und wieso auch nicht? Du kannst einen Delegator. Hoff. Vielleicht setzt du ja nochmal Delegator ein. Vielleicht bist du ja so intelligent. Eiszeit. War Eiszeit nicht auch irgendein Signature-Move von irgendeinem Pokémon? Habe ich irgendwie gerade im Kopf, oder? War Eiszeit nicht? Eieiei. Was ich hier schon alles abbekomme. Eieiei. Smetball. Bow, 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 bow. Und nochmal Steinwurf von Kyurem. Hey, so langsam bekommen wir alle Signature Moves hier zusammen. Level 11. Da-da-da-dam. Also die nächste Attacke war... Hallo? Wollte schon sagen, so geht's nicht weiter. Nächste Attacke war auf 13 schon. Ja, das ist schön. Jorklef, Jorklef, Jorklef vor. So, du bist Man, Erwin. Das heißt, alle... Oh, da ist ein Bummelus. Das heißt, jetzt alle Teenager sind Man. Das ist echt sehr schön. Die sind von Teenager zu Man. Ich darf nochmal darauf hinweisen... Der Großteil aller... Das kannst Turbo-Tempo, was? Der Großteil aller Pokémon bisher kann wetterbedingte Fähigkeiten. Und wir haben einen Pummeluff mit Turbo-Tempo. Yo! Wie darf ich mir das denn bitte vorstellen? Das hat zumindest einen Step drauf. Haut rein. Warum soll ich eine Reset-Abstimmung machen? Noch ist nichts verloren. Noch können wir spielen. Wir bekommen erstmal eine Lachibeere. Genau, und hört bitte auf, nach Resets zu fragen. Und ein Platinum-Orb. Gut. Wir haben einen Platinum-Orb. So, schauen wir noch, was wir hier links haben. Da kommen wir nicht dran, ne? Weil wir keinen Zerschneider haben. Ja, ich laufe nochmal zurück zum Heilen. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt meine Tränke nicht hier für den Kampf verschwenden. Turbopummel. Das Platinum bringt auch nur bei Giratina was, ne? Ja, wenn Giratina ihn trägt... Wenn Pikachu ihn trägt. Was ist die Lachibeere? Das schwächt dieser Bärattacken des Angreifers. Die Lachibeere bringt aber nur was, wenn ich... Ja, Moment mal. Bringt diese Beere nicht eigentlich nur etwas, wenn man sehr effektiv von dieser Attacke getroffen wird? Da bringt ja die Lachibeere ja gar nichts, weil man nicht von normal sehr effektiv getroffen werden kann, oder? Meine ich jetzt gerade mal so. Ansonsten würde ich es einfach mal geben, denn dann ist er von Normalattacken zumindest einmal geschützt. Aber ich meine, man muss sehr effektiv von der Attacke getroffen werden, damit es funktioniert.
Hey, noch eins mit Bo. Ja, zumindest könnt ihr uns zum Leveln gut dienen. Wenn ihr wissen wollt, was alles random ist, guckt unter den Stream. Da steht alles. Ich habe extra alles notiert. Alle Infos sind da unten. Zumindest ist die Route relativ gut zum Trainieren für Frostbrand. Ich kann alles mit Steinwurf one-hitten. Das ist praktisch. Und die Madbus geben auch gute Erfahrungen. Die allerbeste Beere ever. Eine Beere, die nie wirkt. Oh! Oh, was hätte es ja auch noch gegeben? So. Dann gehen wir weiter. Wie sind eigentlich die Werte von Frostbrand zurzeit? Eigentlich ganz gut. Eigentlich ja doch. Die Worte sind... Die Worte, ja. Die Werte sind eigentlich ganz schick. Ja, diese schlechte Init nicht. Aber gut, das kann man machen. Erreichen wir erstmal jetzt Level 12 mit Frostbrand. Ich sehe schon, das wird ein Solo-Run. Na gut, einen Pokémon bekommen wir ja, wie gesagt, noch. So, in einem Level lernt eine neue Attacke. Vielleicht mal eine gute Angriffsattacke. Wer weiß. Ich glaube, ich nehme sogar wirklich jede. Na, vorbei. Ich muss ja gleich noch gegen Bell kämpfen. Ja, komm. Wir flüchten. So, Bell. Komm her. Bell, was hast du dir zu suchen? Nein, es kommt keine legendären. Weder als Wilde noch als Trainer. Manager Bell, setzt Picochilla ein. Das passt sogar zu ihr. Das hat sie sogar später. So, einmal Steinwurf. Boing. Hoi, Pika. Natürlich machst du einen Feuerodem. Jetzt muss ich kurz mal was gucken. Wie viel Stärke hast du? 50, 90? 80, 75. Nee. Nachher, das stimmt, kannst Tränke. Du kannst Tränke. Ja, sie kann Tränke. Hallo, ich kann Trank. Ich habe heute einen Trank gegessen. Hm. So, und dann schickt mir nochmal einen Altaria entgegen. Sandsturm von Altaria wirkt. Irgendwie passt Altaria zu ihr dann auch wiederum, ne? Dracochilla. Schöner Name. Gesichte. Oh yeah. Das schau mich doch mal ganz genau an. Zumindest gegen Bell haben wir keine großen Probleme. Wir können die Altaria zumindest locker umknüppeln. Ja, fast Level up. Ja, Sieg war wohl nicht deins. Nee, nee. So, du bist stark. Bla bla bla. Und tschüss. So, was haben wir denn hier erstmal für ein Item? Ein Metallmantel. Leider keine Stahlattacken im Team, sonst hätte ich ihn benutzt. Du gibst mir nur einen Superball, aber jeder Ball ist eigentlich hilfreich. Von daher, gif. Es läuft gerade zu gut. Beschwör es nicht herauf, Shorty. Beschwör es nicht herauf. Ich kann es gerade nicht gebrauchen. So, dunklen Orten, Finsterball. Dam, 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 dam. So, dann... Hier hinten gab es noch ein Item, was ich mir jetzt schon mal holen kann. Eine Prachtfeder. Yay! Hey, 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 hey. So, heilen wir uns nochmal und holen uns dann schon mal unser Pokémon. Dann machen wir zuerst Sharon fertig. Ja, wir kommen da hinten eh genug Training, dann möchte ich den Charon vielleicht mal für unser neues Pokémon aufheben. Ich komme ja an dir nicht vorbei, nee, wahrscheinlich nicht. So, nochmal zur Info, Wunderwache.
ist nur auf den Typ Käfergeist gescriptet. Egal welches Pokémon es hat quasi durch Wunderwache immer Käfergeist. Also die Wunderwache gilt immer auf Käfergeist. Das kann wirklich nur von diesen Typen dann auch angegriffen werden. Also die dann gegen Käfergeist sehr effektiv wären. Von daher ist Wunderwache jetzt nicht unbedingt der beste Typ, den man da haben kann. Die beste Fähigkeit, aber gut. Ein Dickter. Was? Ich bin schneller als das Dickter? Okay. Ah ja, stimmt, das ist nicht sehr effektiv. Klingensturm. Gut, das Ding kann Klingensturm. Why not? Egal, zwei Steinwürfe reichen. Und Dickter besiegt. So, Level 13, Frostbrand. Ja, fand nichts anderes. Zornklinge. Yay. Na komm, machen wir den Regentanz weg. Das ist immer eine neue Attacke. Es ist zumindest das Gute zum Schwächen. Mehr oder weniger. Komme ich an dir? Nein, ich komme an dir nicht vorbei, ohne zu kämpfen. Wieso versuche ich es überhaupt? Mein Ziel ist es, über das Niveau des anderen Leiters herauszuwachsen. Dann wachse. Wachse, wie du noch nie gewachsen bist. Man. Julian. Mit Nietzsche. Hier. Musst du das jetzt ehrlich einsetzen? Ich könnte es aber mit Slam versuchen, das geht wahrscheinlich eh daneben. Ne, wir haben getroffen. Wir haben gebannettet. Schick. Ratterfratz. Attacke ging daneben. Doppelhieb. Das ist eine normale Attacke, oder? Ja. Attacke von einem Bidiffel. Oder auch von... Was mich auch sehr wundert, Smogmog kann auch Doppelhieb lernen. Oder Smogmog vielleicht auch schon. Ich weiß es nicht. Ich weiß auf jeden Fall, Smogmog kann es. Wen hast du eingesetzt? Hab ich nicht geschaut. Ach, noch ein Radfratz. Okay. Alle Trainer wollen kämpfen. Turbodreher. Ja, zumindest habt ihr nicht so die Überattacken. So. Wollen wir erstmal das Item da oben nehmen. Eine Genie-Feder. Yay! Doppelliebes Drache? Ach so, dann habe ich das mit einem anderen Attack verwechselt. Nicht. Ich habe einen Kecleon erhalten. Och Mann. Weibliches Kecleon. Och. Kecleon. Na gut. Wie nennen wir dich denn? Kecleon. Doppelliebes Drache, Doppelschlag ist nochmal. Okay. Kecleon. Was bist du denn für ein Ding? Du bist ein weibliches Kecleon. Chamäleon. Chamelea. Lea. Ich nenne dich Lea. So. Ich weiß, das war gerade so eine schöne Überleitung. Was kannst du denn so? Du bist schon mal hitzig. Du kannst Dreifachkick und hast Steinhaub. Oh, das ist schon mal ganz nett. Spezialangriff runter, Spezialverteidigung hoch. Das ist auch ganz nett. Dreifachkick und Gewissheit. Boah. Aromakur und Wachstum. Ist eigentlich nicht so schlecht, sag ich mal. Ninja-Turm mit Robustheit. Der kann von keiner normalen Attacken, glaube ich, mehr getötet werden, oder? Immer interessant zu wissen. Oh, die Attacke von der... Die Items von der Picolenta auf der Marea-Brücke. Die müssen auch eigentlich random sein. Was man da alles für Attacke für Items farmen könnte. Ja, komm hier. Nimm die dumme Genie-Feder. Metallmantel kann ich nicht gebrauchen. Nee. Na dann. Gehen wir Charon umkloppen. Ich glaube, er fing sogar mit dem anderen Pokémon an. Das heißt. Nee, er fing mit. Er fängt mit Togetic sogar an. Dann lasse ich sogar. Ja. Lassen wir mal Lea vorne. Wir probieren es mal.
So, Charon, setz mal deinen Togetic ein. Mit, was war das? Sandsturm? Ne, Hagelalarm, genau. Ja, Hauptsache ich habe den Platinum-Orb. So, es beginnt zu hageln. Mach mal die Gewissheit. Wie fühlt sich das denn so ab? Oh ja. Ableithieb! Nope. 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 Frostbrand. Steinwürfe es. Nope. Wenigstens bekomme ich hier keinen Schaden von dem Hagel. Steinwurf. Tschüss. Weg. Volltreffer. So. Pikachu. Wollen wir es nochmal mit Leer versuchen? Dreifachkick. Probieren wir es mal aus. Eins, zwei. Hui. Oh. Und tschüss. Wow. Nein, der Hagel. Nein. Jo. Jo. Der Hagel. Yo. Dieser Hagel. Ne? Diese Nuzlocke. Ja. So, Lea. Du hast keinen Bock, ich weiß. Hier, ich hab nicht mal Lust, die nach irgendwas zu benennen. Komm ab in die Arena und kloppen wir die Leute hier oben. So, komm, gib mir mein Tafelwasser. Das kann ich im Arena-Kampf sicher gut gebrauchen. Erstes Pokémon, keine Pokéballer mehr, wir können es nicht mehr fangen. Zweites Pokémon, wir konnten es nicht schwächen. Getötet, wieder nichts gefangen. Drittes Pokémon, wird vom Hagel vernichtet. Einfach mal, weil die Pokémon der Gegner immer Dancer, okay, dann tanz mal rum. Immer die Sachen haben, wogegen man nie, was einfach mal sehr fiktiv ist. Arr. Kopfnuss. Ja, dann Nuss mal drauf. Frostbrand hält das aus. Nein, nein. Mach doch keinen Komprimator. Nein, no. Wieso kann man solche Attacken nicht verbieten im Randomizer? Sowas will ich verbieten. Nicht Early Drachenwut oder sowas. Nein. So, Level 14. Wann lernt euch deine neue Attacke? Auf 19 erst. Oh Gott. Ja, fast wäre ich auf das falsche Feld getreten. So, Dancer, nee, Ranger. Dorota. Ach, Pummeluff. Hey, das hatten wir ja noch nicht. Mit dem wunderschönen Ableit, nee, nicht Ableit, Turbo-Tempo, genau.
Und Klimaschutz natürlich. Nicht zu vergessen. Was? Kein Turbotempo? Hast du was Neues, Besseres? Aufruhr. Das könnte ein bisschen wehtun. So, und weg. Wen hast du eigentlich? Otaro. Das ist ja aber cool. Dass ein Otaro als Gegner kommt. Schaufler. Was? Gut. Gut. Ein Temposchub, Otaro. Ein Patronenhieb, Temposchub, Otaro. Der Randomizer ist nebenbei UP Randomizer. Für die, die danach suchen wollen. Ich wiederhole. Ein Patronenhieb, Temposchub, Otaro. Wow. Will auch. Ben Otter, ja. Oh, wir haben Abend. Das ist ja schon nach 19 Uhr. So, mal gucken, ob wir die erste Arena mit einem Pokémon schaffen. Ich bin ja zuversichtlich. Hast du schon Supertränke? Ich hätte gern einen. Nee, normale. Wow, wo ist so viel Geld her? Ich kaufe mal ein paar mehr Tränke. So. Den Rest investiere ich mal direkt eigentlich in Pokebälle. So, 10 Stück. Da kriegen wir dann Primärball. So, und wir haben nur noch 16 Pokedollar. Wir sind arm. UP Randomizer. Ich schreib's mal kurz in den Chat. Bleib mal bitte hier, Mikro. Ich brauch dich noch. So. Tada. Und nochmal. Ich könnte den Orb verkaufen. Ja, ob der mir überhaupt Geld einbringt. Ich weiß ja nicht. Wie viele Leute gucken eigentlich gerade zu? Bitte nur einer schreiben. Wer auch immer gerade schreiben wollte, schreibt's nicht. Ende. Danke. So, ich glaube, irgendjemand hat es wahrscheinlich schon geschrieben. So, ja, ich bin der Stärkste. Wie heißt denn der Arena-Leiter denn hier? Trainer. Yo. Mauzi. Yo. Okay, danke. Wolke 7. Okay. Ich möchte sogar gerne mal mit Zorn. Bürde. Okay. 6 KP. Okay, 6 KP waren Volltreffer. Ich glaube, ich möchte das sogar wirklich mal so ein bisschen mit. Wie viel hat Zornklinge Trefferquote? 95. Ich möchte das, glaube ich, sogar gerade ein bisschen mit Zornklinge versuchen. Vielleicht kann ich dein zweites Pokémon one-hitten, je nachdem, was es ist. Vielleicht ist die Zornklinge doch nicht so doof. Myrapla! Na, das passt ja zu dir. Metallsound. Okay. Du setzt den Trank ein? Hier. Ich zeig dir meine Zornklinge, die der Myrapla einfach weghaut. Yay! Yeah! Na bitte, geht doch. Haben wir die erste Arena diesmal etwas leichter geschafft. So, Trainer Mike besiegt. So, hast du jetzt bitte eine schöne TM? Bitte gib mir eine gute TM. Eine TM, mit der ich, weiß ich nicht, dir ins Gesicht schlagen kann. So, ja, ja. Oh! Das ist eine schöne TM. Die nehme ich gerne. Die Sache ist... Ich guck gleich, wenn ich den Zerschneider beibringen kann.
Bitte kein Schattenstoß lernen. Bitte kein Schattenstoß lernen. Bitte kein Schattenstoß lernen. Bitte, 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 bitte. Auch wenn das Schattenstoß lernen kann. Das wäre geil. So. Ja. Bla, bla, bla. Ja, wir sollen zur Traumrache. Wir sollen eine Traumdunst holen. Wegen dir haben wir versagt. Wegen dir. So. Zerschneider. Können wir Zerschneider lernen? Nein. Schattenstoß. Können wir Schattenstoß lernen? Ja. Sehr schön. Tschüss, Slam. Ich will dich nicht mehr. Weg. Ja, ich habe Twitter. Jesse_666. So. Wir haben ja noch ein Pokémon auf der Bank, bei dem wir mal kurz mal prüfen können, ob es denn theoretisch uns als VM-Sklave noch dienen darf. Ich finde Twitter eigentlich ziemlich schön. Man sieht alles so kurz und knackig, ein paar wichtige Nachrichten. Das ist eigentlich doch eine sehr schöne Seite. Hast du Twitter? Nee, ich hasse Twitter nicht, ich mag es. So, schauen wir mal kurz, ob wir den kleinen... Schauen wir mal kurz, ob wir Lea nochmal als VM-Sklaven mitnehmen dürfen. Nein. So, nein, da, geh ins Team. So, Lea, eignest du dich als VM-Sklave? Ja oder nein? Ja, okay. Das heißt, wir dürfen jetzt Lea kurz mal als für die VM benutzen. Hey, die Nuzlocke kann weitergehen. Das ist zum Glück die einzige Stelle im ganzen Spiel, wo man eine VM zwingend braucht. Danach nie wieder. Gut, aber ich würde sagen, das wird's für heute schon gewesen sein. Wir machen beim nächsten Mal dann hier weiter. Ja, heute nur ein kurzer Stream. Hat nicht viel Zeit gehabt. Ich weiß noch nicht, ob ich morgen nochmal weitermache. Also auch geht's dann hier auch direkt weiter. Allerspätestens Mittwoch wird es auf jeden Fall weitergehen. Da habe ich dann doch ein bisschen mehr Zeit. Ansonsten schaut einfach auf Facebook und Twitter. Ich werde es dann, ich werde es dort dann posten. Ich schaue nebenbei nach, ob vielleicht sogar schon, ob vielleicht sogar schon ein Fanarts kam, weil ja vorher extra nach der Adresse gefragt wurde. Das habe ich wahrscheinlich sogar beim Passwort noch vertippt nebenbei. Habe ich? Habe ich nicht? Habe ich? Habe ich nicht? Nein, ich habe mich vertippt. Natürlich habe ich das. Dar. So, probieren wir es nochmal. So. Dop. War das so richtig? Ich weiß auch, warum ich mich vertippt habe. Ha. So. Was haben wir denn? Ja, wir haben ein Fanart für Kumakase, sehe ich gerade. Speichern wir das mal. Von Exakun. Warum ist denn? Ist das hier? Moment, hier. Because cool guys don't look at explosions. Yay. So. Ja, sehr schön. Gut, also. Das war's für heute. Wie gesagt, morgen, spätestens übermorgen geht's dann hier wieder weiter. Zum Abschluss nochmal, falls ihr den Stream und mich unterstützen möchtet, könnt ihr unter dem Stream auf den Donation-Tracker-Link gehen. Könnt dort ein kleines bisschen was spenden. Jegliche Spenden gehen den Streams und den Let's Plays zugute in Form von besserer Technik, neuen Spielen und aktuell wird gesammelt für das Stream-Ziel, für das Spendenziel einer Wii U inklusive eines Spiels eurer Wahl, was dann auf jeden Fall gespielt wird für euch. Was auch immer es sein wird. Okay. Na gut. Dann, Exa hat noch eins geschickt. Ja, komm. Dann schaue ich da auch nochmal schnell rein.
Wenn er denn eben noch eins schicken möchte. Gucken wir doch mal eben ganz fix nach. Ich habe mich wahrscheinlich schon wieder vertippt. Nein, habe ich nicht. Last-Minute-Fanart. Top. 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 So, was hast du denn jetzt geschickt? Jo, das sieht schön. Hä? Moment. Das Bild so komisch verschoben. Hä? Ah, jetzt sieht man es komplett. Jo, das sieht schön aus. Unser brennendes Firnontor. Das kein anderes Pokémon im Team haben möchte. Sehr gut. Okay, dann vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.